Heute geht es um Fremdsprachen und Gründe. Warum lernen wir oder warum sollen wir eine Fremdsprache lernen? Oft hören wir ja, dass man eine Fremdsprache lernen soll, um eine bessere Arbeit zu finden, um mehr Geld verdienen zu können oder weil man im Ausland studieren möchte oder im Ausland wohnt. Und das sind natürlich auch triftige Gründe, ein triftiger Grund, das ist ein guter Grund, aber es sind bei weitem nicht die einzigen Gründe, die wir haben können oder haben sollten, wenn wir eine Fremdsprache lernen oder lernen möchten. Und zuallererst möchte ich sagen, du kannst aus jedem Grund eine Fremdsprache lernen. Das ist zumindest meine Meinung. Und wenn du vielleicht Zweifel hast, warum du eine Sprache lernen sollst, obwohl dich die Sprache sehr interessiert oder obwohl dir die Sprache gefällt, dann brauchst du keinen anderen Grund dafür. Du kannst einfach so beginnen und dieses Video soll auch für dich eine Art Erlaubnis sein. Ich gebe dir sozusagen die Erlaubnis, dass du jede Sprache jederzeit beginnen kannst, wann immer du möchtest, wenn es dich einfach interessiert. Du brauchst keine offiziellen Gründe, du brauchst keine sehr harten oder sehr quantifizierbaren Gründe, wie zum Beispiel, ich kann dann mehr Geld verdienen, ich kriege dann einen anderen Job oder einen besseren Job. Das sind auch gute Gründe, aber es müssen wirklich nicht nur immer diese Gründe sein, denn wir haben alle sehr unterschiedliche Lebensgeschichten und Lebenshintergründe. Und das heißt eben, dass wir in ganz verschiedenen Situationen Sprachen kennenlernen. Ich gebe dir jetzt mal ein paar Beispiele. Ein Beispiel ist einmal, ich habe in der Schule, das war im Gymnasium, Französisch gelernt. Mein Französisch ist nicht besonders gut, aber ich kann relativ gut verstehen und auch lesen. Und hier in Taiwan habe ich immer wieder Freunde kennengelernt, die aus Frankreich kommen, die Französisch als Muttersprache sprechen. Und jedes Mal, wenn ich diese Leute getroffen habe, gesehen habe, habe ich wieder ein bisschen Lust bekommen, diese Sprache irgendwie wieder herauszunehmen und wieder ein bisschen aufzufrischen oder zu verbessern. Und das ist so eine Situation, die vielleicht dir auch passiert ist. Es gibt vielleicht so eine Sprache in deinem Leben, die du nie wirklich brauchst oder nie wirklich benutzt, aber irgendwie verstehst du sie vielleicht ein bisschen und du hast sie vielleicht einmal in der Schule gelernt oder woanders gelernt, aber sie ist nicht wirklich sehr präsent in deinem Alltag, aber du kannst sie eigentlich irgendwie verstehen, du hast die Grundlagen gelernt. Und wenn du das Gefühl hast, hey, jedes Mal, wenn ich irgendwie in eine Situation komme, wo diese Sprache wieder präsent ist, bekomme ich wieder Lust darauf, dann kann das schon Grund genug sein, dass du einfach diese Sprache wieder verwendest. Denn es hat auch damit zu tun, dass du diese Sprache dann mit anderen Leuten verbinden kannst. Du assoziierst die Sprache mit bestimmten Leuten, die du persönlich kennst. Ein anderer Grund kann auch sein, dass uns die Aussprache, dass uns die Melodie einer Sprache sehr gefällt. Das ist auch für mich persönlich ein absolut gültiger Grund, warum wir eine Sprache weiterlernen oder einfach anfangen können. Und zwar, bei mir war das zum Beispiel die spanische Sprache, Spanisch. Ich habe Spanisch begonnen aus einem hauptsächlichen Grund, weil mir die Aussprache besonders gut gefallen hat. Es war dieser Vibe, es war diese Energie, diese Schwingung, die mir einfach sehr gefallen hat an der Sprache. Und natürlich gibt es dann viele andere Gründe. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, ja, sehr viele Leute sprechen Spanisch oder du kannst in sehr viele Länder reisen, wenn du Spanisch verstehst und so weiter und so fort. Aber das sind alles nur relativ oberflächliche Gründe, die ja nicht wirklich unbedingt was mit deinem persönlichen Leben zu tun haben. Du könntest ja umgekehrt auch eine Minisprache lernen von, ich weiß nicht, eine Sprache, wo nur ein paar tausend Leute die Sprache sprechen oder vielleicht nur wenige Millionen Leute die Sprache sprechen. Und trotzdem könnte das in deinem Leben einen ganz wichtigen Platz einnehmen und du könntest vielleicht Millionen oder tausende Leute kennen, die diese Sprache sprechen, aber offiziell ist das eine relativ kleine Sprache. Du siehst also, es kommt wirklich ganz darauf an, was unsere persönliche Situation ist und dass du dir die Erlaubnis gibst, dass deine eigene Erfahrung, dass deine persönliche Situation Grund genug ist, dass du diese Sprache einfach lernen kannst. Also es muss keine große Sprache sein, es muss nicht immer eine ganz kleine Sprache sein, es kann jede Sprache sein. Mein nächstes Beispiel ist Chinesisch. Wie habe ich begonnen, Chinesisch zu lernen? Was war der Grund dafür? Hier wieder, es war reine Neugier, es war reines Interesse. Ich habe mir damals gedacht,
wow, das ist wirklich interessant, diese Sprache ist so anders als meine Muttersprache, als die deutsche Sprache, da ist irgendwie wirklich alles anders. Also nicht nur die Schrift ist komplett fremd und auch die Töne gibt es da, das gibt es so im Deutschen nicht, das Tonsystem oder auch zum Beispiel die Grammatik, die Satzstruktur, alles ist total fremd und neu und das war interessant. Und ich habe mir gedacht, ich finde womöglich keine Sprache, die noch weiter entfernt ist vom Deutschen. Das habe ich mir damals einfach nur so vorgestellt und deswegen möchte ich einfach sehr gerne wissen, wie diese ganz andere Sprache funktioniert. Das war schon Grund genug, dass ich begonnen habe zu lernen und ich war auch sehr, sehr motiviert. Man sieht also, ein Interesse, das ist bei mir dann ganz klar deutlich geworden, ich wohne jetzt in Taiwan, aber ein Interesse hat sich dann zu einer anderen Sache, zu einer größeren Sache entwickelt. Also das ist auch ganz wichtig, dass man erkennt, dass wenn etwas am Anfang nur irgendein Interesse ist oder wenn ich nur neugierig bin, dass jederzeit immer etwas Neues und etwas Größeres entstehen kann. Und selbst wenn nichts Größeres daraus entsteht, ist das auch in Ordnung. Ist das trotzdem auch genauso gut, genauso gültig. Oft übersehen wir diese sehr individuellen und persönlichen Erlebnisse, die wir mit einer Sprache haben. Und wir brauchen oft immer andere Gründe, größere Gründe, die mit unserem eigenen Leben eigentlich nicht mehr wirklich viel zu tun haben. Auch wenn ich natürlich jetzt sage, ganz klar, dass jetzt zum Beispiel Englisch sehr nützlich ist, weil die meisten Leute Englisch reden. Also zumindest als Fremdsprache. Oder dass andere Sprachen sehr, sehr nützlich sein können, aus bestimmten Gründen. Das ist natürlich ganz klar. Und ich bin jetzt sehr neugierig, was du mir für verschiedene Erlebnisse mitteilen kannst, und zwar in den Kommentaren. Bitte schreibt ihr mir verschiedene Situationen, die ihr mit dem Fremdsprachenlernen gehabt habt, und zwar welche Gründe ihr vielleicht gehabt habt, eine Sprache zu lernen, oder welche Probleme ihr irgendwie gespürt habt, warum ihr nicht ganz sicher seid, warum ihr jetzt diese oder jene Sprache lernen sollt und wie ihr das vielleicht für euch gelöst habt. Es gibt auch noch die chinesische Version zu diesem Teil, zu diesem Thema, und zwar gebe ich diesen Link noch nach hinten zu diesem Video. Ich bin sehr neugierig, was in diesem Bereich, was zu diesem Thema eure Erfahrungen sind, schreibt es in die Kommentare.